Hallo Leute, ich versuche heute mal zwei Folgen am Stück aufzunehmen. Ah ja, da ist auch direkt die Tür, in die ich gerne rein möchte. Weil wir da noch gar nicht drin waren. Und wir müssen auch mal endlich schauen, wie das mit dem Wasser ging. Oh halt. Ah, ich bin dumm. Okay, ich weiß, wie das mit dem Wasser ging. Es war keine Pumpe, die ich irgendwie drehen musste. Das war anscheinend in der Kanalisation. Ihr seht da hinten diesen Typen, der heult. Oder nein, er heult nicht. Na gut, er heult auch aus einem Auge. Aus beiden. Verdammtes Ranzoomen und Verändern. Aber hier kommt Wasser. Und das können wir ausstellen. So, und da oben ist ein Code, an den ich gerne ran möchte, zusammen mit den Teilen, die er gibt. Und so reicht das schon. Ja, da fehlen noch einige. Hier ist jetzt auch wieder ein leichteres Gebiet, weil das bald da vorne liegt in der Storyline. Ich schau mal kurz, ob auf meinem Zettel irgendwas so ähnlich aussieht. Also es muss losgehen mit links, A, rechts. Okay, gut. Wir haben ja Zeit, bis es Nacht wird, denn bis zur Nacht müssen wir da was anderes lösen. Und in der Zeit notiere ich das einfach mal schnell irgendwo. So, okay. Gut. Dann haben wir raus. Links. A. Rechts. D. Oben. Space. Unten. D. D. Ist damit jetzt schon das Wasser gesunken? Irgendwie ja nicht. Aber diese Tür ist aufgegangen. Und was ist da drin? Ein... Nein, nicht ein Rätsel, sondern genau das, was ich tun wollte. Den Wasserpegel ansteigen lassen, genau. Nein. Wir tun ihn mal so weit runter, wie geht. Wer am besten hält. So, und dann noch schnell in die Tür rein und dann muss es Nacht werden und wir brauchen dann schnell den Code. Okay, hier ist eine Truhe. Und schöne Stalaktiten. Ah, ein Kartenstück. Ah ja, genau. Das ist auch relativ interessant. Wir haben hier einmal diese Seite, das kommt noch, das können wir jetzt auch sehen mit dem 3D-Motiv. Und an dieser Stelle müssen wir dann diesen Code eingeben. Aber naja, seht ihr dann noch. Okay, schnell raus. Eventuell schaffen wir heute zwei Folgen aufzunehmen. Was ich gestern in dem Minecraft-Video gar nicht erwähnt habe, ich habe jetzt seit 2012, 2011, wo ich das Spiel bekommen habe, Minecraft, erstmals einen Skin hineingefügt. Und das ist sehr toll, denn ich habe mich vorher nie getraut, das irgendwie zu machen, weil ich irgendwie immer zu dumm war, aber anscheinend ist es jetzt sehr einfach geworden, sich einen Skin einfügen zu lassen. Und deshalb habe ich mir jetzt etwas von einem Spiel genommen, worauf ich mich schon freue. Ah, ist das vielleicht der Code? Der eine, den ich hier oben habe? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt ein. Links. A. Links. Rechts. D. Unten. Oben. A. Wir haben übrigens schon 100... Oh. Oh, wollen wir das hier schon machen? Wir haben übrigens schon um die 150%, das heißt, es sind 3/4 des Spiels. Oh, nein.
Ah, ich glaube, sowas habt ihr auch noch gar nicht gesehen. Wenn ihr das jetzt hört, links und rechts von meinem Ohr, also auf nur einer Kopfhörerseite, ist hier jetzt immer ein Geräusch. Und das muss ich dann einfach mit A, D drücken, machen und dann kriege ich auch wieder einen Würfel. Hört mal genau hin, hört ihr das überhaupt? Ich drehe dafür normalerweise eigentlich auch immer die Lautstärke höher. Ich kann immer so machen und jetzt das und ich weiß nicht, was man jetzt von meinem Bildschirm sieht. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Lautstärke auf 20. Und gehe jetzt auf Fortsetzen. Links, links, rechts. Ah, ich schau mal, das dürfte das sein, was ich hier habe. Ja, das ist links, rechts, 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 links, rechts, rechts, links. Ich weiß gar nicht, ob sich für euch jetzt auch Spiellautstärke verändert hat. Für mich schon, das ist für mich lauter geworden. Ich weiß nicht, ob für euch auch... Ich drehe es einfach mal wieder zurück, auch wenn ich glaube, dass das ab jetzt häufiger vorkommen wird, dieses Zeugs. So, und laut wie ich das von der Aufnahme her weiß, dürftet ihr aber eigentlich jetzt nichts gesehen haben. Außer vielleicht jetzt was gehört, weil ich gerade meinen Popschutz angerempelt habe. Ach ja, ich hätte heute richtig schön fortproduzieren können. Habe ich aber nicht, weil ich ein Idiot bin und weil meine Kekse mir anscheinend wichtiger sind. Bei Cookie Collector. Hatte heute Morgen so schön viel Zeit. Dann wo ich anfangen wollte, war nie da. Hatte ich das nicht schon mal, dass ich ab der Stelle hier nicht weiterkam? Ich weiß es nicht. Ah, da kommt's doch. Ach so, okay, halt. Arschloch. Nein! Ach man, jetzt muss ich warten. Ach nein, jetzt muss ich auch nochmal wieder hier hoch. So ein gemeines Spiel. Ich war mir unsicher. Ich war mir unsicher. Es hätte auch sein können, dass es nochmal in die andere Richtung geht, weil es geradeaus nach oben muss. Ah, aber da sieht man es doch eigentlich, wenn ich jetzt so schauen würde. Hätte ich das Muster nachvollziehen können. Hier hin. Hier hin. Oh, schnell. Hier hin. Hier hin. Und geschafft. Tür. Und ich glaube, da oben ist nichts weiter. Nein. Verdammt. Ja, aber wir scheinen hier in eine einzige Richtung zu gehen. Das ist ja immerhin schon mal gut zur Orientierung. Thank you.
Oh, Wesen mit drei Augen. Da stecken doch bestimmt die Alienati dahinter. Die hier überall rummachen. Ah, das ist ein cooler Ort. Das ist in dem Spiel ein cooler Ort. So, wo sind wir jetzt? Ah, wieder hier am Standardweg. Das dachte ich mir schon fast. So, wir sind jetzt halt hier hingegangen. Von hier aus geht auch nochmal richtig viel. Aber jetzt können wir halt fast überall lang. Au. Weil, wie ihr da unten seht, kein Wasser mehr. Und deshalb gehen wir jetzt auch mal direkt nach unten. Ach, das hier ist der Ort. Okay. Hier kann man im Spiel noch nichts machen, außer man im New Game Plus. Dann sieht man nämlich, dass hier diese Sachen sind. So, und hier ist ein Strich drinne. Und da hinten ist kein Strich. Jetzt müssen wir genau auf die Stelle kommen. Und wir brauchen jetzt... Habe ich das hier schon irgendwo stehen? Irgendwas mit oben, oben, D oben? Naja, aber ich bemerke gerade, dass ich irgendwann mal irgendeinen Code zweimal aufgeschrieben habe. Doch halt, oben, D oben, kommt dann Space, ja genau. Ach doch, da steht er. Dann brauchen wir jetzt den Code. Oben, D, oben, Space, unten, A, oben, unten. Aber es ist noch gar nicht vorbei. Wir haben jetzt diesen Würfel da. Und der macht irgendwie nichts. Aber er ist eine bewegliche Textur. Das heißt, er ist wichtig. Weil es sonst keine beweglichen Texturen gibt. So, und dann haben wir jetzt halt noch die andere Seite. Ist das hier jetzt irgendwo? Wenn ich jetzt nach unten gucke, dann heißt es, dass ich wieder nach links muss. Noch weiter nach links. Und wenn ich mich jetzt drehe, bisschen nach hier. So, und ich weiß nicht, war das schon der... Nee, das war mit dem Hard Cubes, aber... Da konnte man irgendwie herausfinden, ist das das? Nee, hier steht Teleskop. Monolith, genau. Ich weiß nicht genau woher, eventuell findet man das irgendwo, aber das war schon was, wo ich das Internet für hatte. Ich muss mir mal kurz hier Sachen wegstreichen, hier stehen auch irrelevante Sachen drauf, die nicht zum Spiel gehören. So, Monolith, unten, unten, A, D, D, Space, oben. Und dann bekommen wir aus dem Monolith einen Hard Cube. Was hast du gefunden? Was ist das? Das ist doch... Ja, und dasselbe wird er auch noch beim dritten Stück sagen. So, damit haben wir den Raum wieder auch abgeschlossen, ne? Ja. So, und wir gehen nochmal kurz zu der Glocke, weil von hier aus kommen wir auch nochmal woanders hin. Man hält es heute auch irgendwie nicht, das Wahre. So, hier konnten wir ja vorher auch nichts sehen. Aber jetzt sehen wir hier. Was? Noch eine Tür? Wie viele Türen sind es denn noch? Das muss die letzte sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber ganz ehrlich, noch nicht einmal ich weiß, was sich dahinter verbirgt.
Jedenfalls benötigst du zum Öffnen von dieser Tür hier 64 Würfel. Genau. Alle Würfel. Wirklich alle. Dann mal los. Ja. So viel ist es schon gar nicht mehr. Yay. Dann hätte ich euch das auch mal kurz gezeigt. So. Dann hoffen wir hier nicht am Fallschaden zu sterben. Und schauen uns auch mal an, was hier ist. Immer schön nach unten durchgehen. Meistens sind jetzt hier immer komplexe Rätselaufgaben. Oder das hier. Ah ja, das hier wird auch unangenehm. Und ein bisschen krebsig. Ach genau, das hier war die Stelle, die ich so lange nicht gefunden hatte. Und da ist noch was? Ja genau, deshalb kam ich hier so lange nicht weiter, weil man das nicht gesehen hat. Und schnell wieder raus aus diesem Krebs. So, jetzt müssen wir ja wieder an dem Standortort sein, oder? Mal schauen, es ist Nacht. Hier können wir halt noch in einige Richtungen. Da könnten wir auch, glaube ich, noch kleine Räume finden. Also hier unten. Ich würde gerne mal das anklicken, genau. Da geht es halt noch hier hin. Und da unten, das haben wir jetzt auch gerade mal gemacht. War hier hinten noch irgendwas? Ne, hier habe ich alles. Ach ja, manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Manchmal kann man mit Mausrad rauszoomen und dann auch wieder nicht. So, das ist immer noch als nicht gelöst deklariert. Hier brauche ich halt nur eine Eule für. Das heißt, da oben haben wir eigentlich schon mal alles. Und hier nach unten weg ist halt auch wieder dieses eine Zimmer da hinten. Mit dem Thron. Und das heißt, wir haben jetzt noch zwei Optionen. Und zwar, wir können wieder hier hingehen. Oder wir gehen den Leuchtturm entlang, weil da gibt es auch noch einen Weg nach unten. Aber das kann ja dann nicht der Weg sein, der in eine ganz andere Welt führt, oder? Das würde hier irgendwie schlecht auf die Map passen. Da oben passt das sehr gut hin. Das heißt, von hier aus. Dass ich von hier irgendwie in die Tiefe komme. Nee, halt. Das muss irgendwo eine richtig weite Linie nach unten sein. Das ist perfekt hierfür. Ja, doch. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir machen erst das hier fertig, weil ich glaube, das sind keine großen Orte. Dann gehen wir zu dem heulenden Fels. So, kann ja so sein, dass das Spiel schon in 2-3 Parts vorbei ist. Da unten in der Tür waren wir jetzt auch noch nicht, oder? Nee. Dann ist hier bestimmt wieder irgendein schweres Rätsel. Na, ich wollte gerade sagen, bitte nicht Metatron. Oh Gott. Wie lange geht der? Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, denn das hier kann auch ein Part lang dauern. Oh nein. Ah, Metatron. Okay, ich lese das da oben dann gleich auch noch vor. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.